26 Sekunden. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aristoteles schrieb in seiner Metaphysik: Thales von Milet bezeichnet als das Wasser als Ursprung allen Lebens. Ob das Wasser nun der Ursprung von allem sei, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es die Grundlage allen Lebens und unser wichtigstes Lebensmittel. Mehr noch, der US-Globalstratege und Berater von Präsident Obama, Brzezinski, der übrigens bereits in den 80er Jahren Präsident Jimmy Carter die Grenzen des Wachstums nahegebracht hatte, geht heute davon aus, dass sauberes Wasser und Zugang zu diesem bis Mitte dieses Jahrhunderts zu einem der wichtigsten globalen strategischen Gemeingüter wird. Darum war und bleibt die Reinhaltung unserer Grund- wie unserer Oberflächengewässer eine wichtige Aufgabe, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Aufgaben einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Umweltpolitik. Erinnern wir uns, noch 1988 transportierte die Elbe beispielsweise innerhalb eines Jahres sage und schreibe 16.000 Tonnen Stickstoff, 10.000 Tonnen Phosphor, 23 Tonnen Quecksilber und 3 Tonnen des reinen Gifts Pentachlorphenol in Richtung Meer. Bis dahin und früher waren unsere Fische voller Geschwüre, sie galten als ungenießbar. Das Baden in vielen Gewässern, insbesondere auch das Baden in Flüssen, war hochgradig gesundheitsgefährdend und deswegen auch verboten. Dass es heute anders ist, kam nicht von selbst. Nicht zuletzt durch den anfänglichen Druck der Menschen aus den Umweltbewegungen und Initiativen vor Ort. Allmählich wurde gehandelt. Was unsere Flüsse letztlich wieder sauberer und das Leben an und in ihnen wieder lebenswerter gemacht hat, war die Schaffung strenger Umweltrichtlinien, das Ordnungsrecht also, und dabei die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. Aber nachhaltige Politik selbst verlangt einen langen Atem. Zwar ist der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau, aber wir haben ein Feinstaubproblem. Zwar sind unsere Flüsse keine Kloaken mehr, aber wir haben jetzt in Werra und Weser ein Versalzungsproblem. Unser Prinzip ist auch hier das Bewährte, die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. Wir sagen in dem Antrag klar und deutlich, das Unternehmen K&S ist in der Pflicht, dem Verursacherprinzip Rechnung zu tragen und den Prozess konstruktiv, finanziell und offen in der Kommunikation zu unterstützen. Dabei schlagen wir ein ganzes Bündel praktikabler Maßnahmen vor Ort beim Verursacher vor. Ein zeitnah beginnendes Haldenmanagement, etwa die komplette Abdeckung der Monte Cali. Die Rohstoffrückgewinnung und Nutzung aus den Produktions- und Haldenabwässern, beispielsweise Sulfate und Magnesium. Und angesichts der sich nach oben entwickelnden Rohstoffpreise gibt es dafür durchaus einen Markt. Das hat hier auch die Anhörung im Landtag vor einigen Wochen zu diesem Thema belegt. Die weitgehende Aufbereitung der Abwässer durch moderne Verfahren vergleichbar der Meerwasserentsalzung auf der Grundlage von Membrantechnologie. Das ist übrigens made in NRW, können wir durchaus stolz drauf sein. Dabei wollen wir dieses Umweltproblem weder örtlich noch zeitlich einfach verlagern, weder mit einer Oberweser-Pipeline räumlich aus dem Verantwortungsbereich noch mit einem zwischenzeitlich vorgelegten Modell zeitlich bis 2075. Auch bei solchen Vorschlägen kommt mir übrigens wieder Thales von Milet in den Sinn. Der nannte das Wasser zwar den Urgrund allen Lebens, er soll aber auch beim Sternegucken in den Brunnen gefallen sein, wie Platon berichtet. Die derzeit im Verfahren befindliche Nordsee-Pipeline bleibt insofern eine zu prüfende Option. Allerdings sind hier die enormen rechtlichen, technischen und ökologischen Herausforderungen durchaus zu bedenken. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, grundsätzlich gilt, gerade in der Umweltpolitik müssen wir weg vom St. Florians-Prinzip und dem End of the Pipe denken und gelegentlich, wie hier bei der Weserversalzung, auch vom parteipolitischen Klein-Klein. Deswegen sollten wir uns bei der Bewältigung des Problems möglichst breit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, und geschlossen aufstellen. Der Regionalrat in Ostwestfalen hat es vorgemacht.
Es ist bald Weihnachten. Wir sind das den Menschen in der Region schuldig, dass wir uns hier, was die Weserversalzung betrifft, möglichst breit aufstellen, damit unser Umweltminister bei den im März anstehenden schwierigen Verhandlungen es hinbekommt, dass die Weser nicht versalzen wird und wir auch letztendlich nicht das Problem anderer Bundesländer vor die Tür gekippt kriegen. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und gehen Sie in sich. Danke. Applaus